Kindergeld, Steuerentlastung und bezahlbare Wohnungen. Was denken die Parteien über diese drei Punkte? Also ich mache es auch ganz kurz. Kindergeld wollen wir erhöhen um 300 Euro im Jahr. Wir wollen ein Baukindergeld einführen von 1200 Euro pro Jahr pro Kind. Das ist, glaube ich, ein gutes Angebot. Wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten in Deutschland. Diejenigen, die morgens aufstehen, arbeiten gehen, dass die am Ende des Tages auch mehr wieder haben von dem, was sie dort leisten. Was war der letzte Punkt? Bezahlbare Wohnungen. Dazu haben wir ein Bauförderprogramm. Wir wollen 1,5 Millionen Wohnungen bauen. Die Illusion, dass wir für jeden irgendwie eine schicke Wohnung im 100 Quadratmeter bauen. Wir sind hier nicht im Sozialismus, so wird das nicht funktionieren. Diejenigen, die das versprechen, ich halte das für absolut unrealistisch an der Stelle. Es kann nicht jeder in Frankfurt im Westend oder im Nordend leben. Ich bin da auch rausgezogen, und wenn man da noch ein Stück weiter rausziehen will, weil man mehr Platz haben will, dann ist das einfach auch mal unserem System einfach geschuldet. Das ist aber auch vollkommen an dieser Stelle in Ordnung. Wir machen mehr für die Familien. Für mich ist das Wichtigste, wie gesagt, der Betreuungsplatz in der Grundschule, und auch den führen wir ein. Der ist ja auch ein geldwerter Vorteil für die Familien. So, Herr Dr. Piesold. Also wir Freien Demokraten wollen Kinderarmut bekämpfen und deshalb in den Mittelpunkt unserer familienpolitischen Förderung rücken. Meiner Meinung nach ist auch ganz wichtig. Dementsprechend wollen wir auch das Kindergeld 2.0, wie wir das nennen. Wir wollen mehrere Sachen zusammenfassen, damit das meiner Meinung nach auch vernünftiger geregelt wird und auch transparenter wird. Das ist eine relativ komplexe Sache, deswegen will ich das verlassen. Steuersenkungen, relativ einfach. Der Soli soll abgeschafft werden, und zwar 2019, bedingungslos in dieser Hinsicht, weil er auch meiner Meinung nach jetzt nach 27 Jahren auch keine Existenzgrundlage mehr hat. Wir müssen einfach mal erkennen, der Staat ist sozusagen steuerpolitisch immer fetter geworden, wenn ich das so sagen kann. Der will bis 2020 will er 340 Milliarden Haushalt haben. Das ist 62 Milliarden mehr als noch vor 10 Jahren. Das heißt, wir haben da eine extreme Steigerung, und da muss einfach dem Bürger was zurückgegeben werden. Wohnungsbau ist meiner Meinung nach das Wichtigste, weil da wird ja so viel meiner Meinung nach geredet. Man muss den Wohnungsbau so gestalten, dass natürlich bezahlbare Wohnungen sind. Mietpreisbremsen, das sind alles meiner Meinung nach etwas Sachen, die man macht. Einführen will, weil man damit Gerechtigkeit sozusagen darstellen möchte, was aber nicht ist. Denn eine Wohnung muss gebaut werden. Und wenn man einerseits sagt, man macht Mietpreisbremse, und andererseits macht man sozusagen NF, Passivhäuser und dergleichen, Fahrradabstellplätze und weiter und so fort, dann wird das nicht gelingen, ganz einfach, weil dann die Mietpreisbremse dazu führt, dass weniger Häuser und weniger Wohnungen gebaut werden. Wir müssen ganz einfach Baugesetzgebung liberalisieren, entschlacken im Grunde genommen. Und wir müssen insbesondere bei den Altbauten auch das ermöglichen, dass man zum Beispiel Stellplatzsatzungen nicht mehr braucht in dieser Hinsicht, weil man ganz einfach, wenn man Altbau saniert und man kriegt dann nicht mehr eine einkömmliche Rendite, dann wird man das machen. Und dann kommt natürlich gleich, jetzt wird ein bisschen provokativ, dann kommt der Herr Huth und sagt, das kann der Staat machen, über Reichensteuer. Herr Huth war ja selbst in Jena Lobeda, das kennt er, ich kenne das auch relativ gut, da hat der Staat das versucht, genau. Im Grunde genommen hat er das 20 Jahre, ach länger, Lobeda, ich kenne es in Leipzig und dergleichen. Staatlicher Wohnungsbau ist ein Zusatz, aber kann nie das regeln, weil dann haben sie das, was nämlich das Schlimmste ist, da verfallen die Wohnungen, und die können sie auch heute noch sehen. Im Übrigen, Jena Lobeda steht noch, nur für denjenigen, an der Autobahn kommen sie dann so Plattenbauten. Es war in der DDR noch viel mehr, viel Schlimmeres, weil der Staat, wenn sie glauben, dass der Staat diese Investitionen schultern kann, das ist eine Illusion, das ist absoluter Unsinn teilweise. Nur wenn wir den Privaten die Möglichkeit geben, auch Renditen zu erzeugen, das ist wichtig, weil man, wenn man investiert, will man auch wieder das Geld haben. Ist doch logisch. Wir sind doch so, auch dass wir mehr oder weniger auch davon leben müssen. Aber dann muss auch der Bau so verbilligt werden. Und wenn Sie sagen, Dämmwahn im Grunde genommen in Deutschland haben und anderes, dann werden Sie keine Wohnungen bekommen. Und das ist leider... Okay. Mag die Frau Zeller, aber das ist leider bei den Grünen ganz besonders schwierig angesiedelt. Die sind da halt sozusagen Vorreiter im teuren Wohnungsbau. Also das Dankeschön. Ist eine Falschmeldung, Fake News, habe ich noch nie gehört.
Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen Großraum und ländlichen Gebieten. Wir haben hier das Problem, dass immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Wir bauen, wir bauen, wir bauen. Ich glaube, da kann sich keine Kommune jetzt rausnehmen. Wir verdichten, wo wir können. Aber auf dem Land ist ja ein anderes Problem, dass die Orte innerstädtisch veröden. Und da müssen wir ja auch was dafür tun, dass... Großauern verödet ganz schlimm. Aber ich wollte noch sagen, dass die Grünen... Kindergeld, steuerliche Entlastung und Wohnungsnot. Wir führen das Kindergeld Plus ein. Wir haben 12 Milliarden Euro für Familien vorgesehen, wenn unser Wahlprogramm umgesetzt werden kann in der nächsten Regierung. Wir wollen das Ehegattensplitting abschaffen. Wir wollen das Wohngeld erhöhen. Wir haben da immer auch die Klimapolitik im Blick. Jeder soll energetisch wohnen können. Und. Okay, danke schön. Jetzt Mikrofon rüber. Herr Huth, zu diesen Themen, drei Themen. Also Kindergeld, Elterngeld, ja. Dann vielleicht steuerliche Entlastung. Wer bietet mehr? Es geht nicht darum, wer mehr bietet, sondern wer für die Menschen tut. Und ich weiß ja, dass die FDP, jetzt kommt polemische These, weil wir bei Polemik waren, Herr Dr. Piesold, dass die FDP eine asoziale Partei ist. Ne? Die will einen Nachtwächterstaat, die sagt, oh, brauchen wir alles nicht kümmern, regelt der Staat, regelt der Markt. Vielmehr regelt der Markt. Man sieht ja, was der Markt regelt. Wie sollen sich denn Menschen, die zum Mindestlohn beschäftigt sind, die 8,82 Euro verdienen in der Stunde, einen Quadratmeterpreis von 10 Euro leisten können? Und das ist die unterste Grenze. In Frankfurt geht es bis zu 30 Euro hoch. Das muss man sich mal hochrechnen. Man braucht also einen sozialen Wohnungsbau. Seit Mitte der 90er Jahre sind 4 Millionen Sozialwohnungen aus der Sozialbindung gefallen. Das ist ein riesiger Markt, wo Menschen verdrängt werden, wo Menschen aus ihren Wohnungen, wo sie lange gewohnt haben, verdrängt werden, beziehungsweise wo neu entstandene Familien gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dort leben zu können. Und wenn Frau Dr. Leikert, wenn Sie sagen, naja, es können halt nicht alle in der Frankfurter Innenstadt wohnen, das ist mir auch klar, aber wer es sich leisten kann, sind halt die Schönen und Reichen, und das ist halt irgendwie nicht das, wofür ich stehe. Wenn die CDU dafür steht, ist ja okay, kann man ja sein, es gibt ja unterschiedliche Politikrezepte. Wir sind für einen sozialen Wohnungsbau, wir sind für einen Wohnungsbau, wo die Menschen in der Innenstadt leben können. In Hanau sieht man es, da ist die französische Allee, der soziale Wohnungsbau. Das waren auch alte Häuser, die sind abgerissen worden, aber da ist halt nicht eine städtische Baugesellschaft gekommen und hat gesagt, wir bauen wieder neu und bieten den bisherigen Mietern angemessenen Wohnraum und modernen Wohnraum. Nein, man hat es verscherbelt, man hat da einen privaten Investor hingesetzt, jetzt stehen dort Eigentumswohnungen, die sind auch mindestens 10 Euro der Quadratmeter. Wer sich das leisten kann, ich weiß es nicht. Wir stehen für einen Wohnungsbau für die Menschen. Das vielleicht zum Wohnungsbau, Steuerentlastung. Wir möchten, das ist schön, dass der Soli-Beitrag, dass den die FDP zurücknehmen will, das abschaffen will. Das Problem ist ja nur, Menschen, die den Mindestlohn bekommen, die zahlen gar keinen Soli-Beitrag. Ne? Das heißt also, es ist wieder eine Entlastung für gut verdienende Menschen. Kann man machen, muss man aber nicht. Sondern man könnte den Soli-Beitrag, man könnte nämlich den Soli-Beitrag sehr gut in bessere Infrastruktur stecken. Man könnte da sagen, wir modernisieren Schulen, wir sorgen dafür, dass die Jugendlichen, dass die jungen Menschen eben keine zerrüttete Infrastruktur vorfinden, weil durch die Schuldenbremse hier irgendwie die Dächer der Schulen undicht werden, dass über Brücken nicht mehr gefahren werden kann oder dass eben, ist ja für die FDP auch ein Lieblingsthema, Digitalisierung nicht vorankommt. Wir sind jetzt nicht bei Digitalisierung. Ja, ja. Aber die drei Punkte, sind Sie ja, jetzt fertig? Und wir sind für eine Vermögenssteuer, für die, die viel haben, die sollen auch viel zur Gesellschaft beitragen. Niemand irgendwie, die Familie Quandt, die Frau Klatten etc. werden zum Sozialamt müssen, wenn sie eine Vermögenssteuer von 2-3% zahlen müssen. Ne? Die haben nämlich 24 Milliarden auf dem Konto, kann man sich mal vorstellen, wie man das überhaupt erarbeiten kann. Das geht nicht mit seiner Hände Arbeit.
Und deshalb sind wir dafür, dass es so eine Vermögenssteuer gibt, eine Erbschaftssteuer gibt, die diesen Namen verträgt. Und da werden wir nicht alle im Armenhaus landen und auch Deutschland wird nicht untergehen, weil Vermögenssteuern haben ganz viele Länder. Da sind wir nämlich die Ausnahme und andere Industriestaaten existieren auch noch. Jetzt bin ich ja dran, Herr Dr. Piesold. Ja. Ja. Elterngeld, wir wollen Familiensplitting, dieses Ehegattensplitting bevorzugt ein Familienmodell, was aus der Zeit gefallen ist, nämlich die Ein-Ernährer-Ehe. Das heißt, der Mann geht arbeiten, die Frau steht am Herd. Wir sagen, alle Menschen sollen die Möglichkeit haben zu arbeiten und dann soll da auch Familien begünstigt werden. Das ist unser Modell. Gut, danke schön, Herr Huth. Drei Punkte soll ich mal nochmal wiederholen, also Kindergeld, steuerliche Entlastung und bezahlbare Wohnungen. Ja, auch nur dazu, also Kindergeld wollen wir auch, den Kinderzuschlag und das Kindergeld zusammenführen. Wir wollen auch beim Ehegattensplitting das zu einem Familiengeld umbauen, beim Thema steuerliche Entlastung. Wir wollen, und da sieht man, dass wir halt, finde ich, immer das intelligenteste Konzept haben, denn wir wollen solche Solidaritätszuschlag zwar auch abschaffen ab 2020, aber erstmal nur für untere und mittlere Einkommen. Und wir wollen bei den Steuern auch Gering- und Mittelverdiener entlasten, aber wir wollen dafür bei denen, die viel haben, mehr Steuern nehmen. Und das ist auch eben wichtig, ich sage das auch schon, für die Kommunen, und weil die meisten Kommunen im Kreis ist der größte Posten an den Einnahmen der Anteil an der Einkommenssteuer. Und wir wollen auch zum Beispiel eine Finanznationssteuer endlich in Europa durchsetzen. Die tut unser jetziger Finanzminister auf Druck der SPD nur sehr halbherzig in Brüssel durchsetzen und geht dann immer aus den Runden raus, die anderen wollen nicht mitmachen. Aber es ist natürlich, man kann so oder so in solche Runden gehen. Und ich finde, wenn man für 10 Euro ein T-Shirt kauft und zahlt 19% Mehrwertsteuer, da muss auch derjenige, der für 10 Millionen am gleichen Tag Finanzprodukte kauft, auch ein bisschen Umsatzsteuer bezahlen, einen ganz kleinen Prozentsatz. Das wird uns auch viel helfen und natürlich auch Steuerschlupflöcher und Steuerbetrug stopfen. Beim bezahlbaren Wohnraum wollen wir auch ein Familienbaugeld einführen. Wir wollen natürlich auch den sozialen Wohnungsbau weiter fördern. Allerdings ist es seit 2006 Zuständigkeit der Länder. Die haben dort in den letzten Jahren auch geschlafen. Wir haben zum Teil den Kompensationsmittel gegeben, die haben sie nicht verwendet, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Wir haben es jetzt verdreifacht seitens des Bundes, aber die Länder müssen jetzt auch diesen sozialen Wohnungsbau endlich angehen. Und die Mietpreisbremse wollen wir verschärfen, weil im Augenblick dort der Vermieter nicht gezwungen ist, den alten Vorvermietvertrag automatisch vorzulegen. Und das wollen wir ändern. Wir wollen auch, dass dann rückwirkend die richtige Miete gezahlt werden muss, wenn da Unstimmigkeiten sind. Und wir wollen auch ein Bußgeld einführen, damit eben Vermieter da nicht weiter betrügen können. Und ganz wichtig, wir haben ja schon eingeführt, dass die Maklergebühren in der Regel jetzt vom Vermieter bezahlt werden müssen. Das funktioniert auch bei der Mietpreisbremse. Die 3-Monats-Kaution sind schon mal weg. Aber wir wollen das auch einführen, beim Kauf von Wohnungen und Häusern, dass dann, wer bestellt, bezahlt gilt. Das heißt, dass du nicht noch 5, 6 oder 7% Maklergebühren zahlen musst, wenn du eine Eigentumswohnung oder ein Haus kaufst, sondern dass das eben auch umgewandelt wird. Das ist ganz wichtig. Und was am wichtigsten für einen bezahlbaren Wohnraum ist, gute Löhne, unbefristete Arbeitsverhältnisse. Denn wenn man heute jungen Leuten sagt, kauft euch lieber eure Wohnung, euer Haus, damit ihr im Alter später nicht in die Mietfalle kommt, dann sagt erstmal der Bankangestellte, legen Sie mal einen unbefristeten Arbeitsvertrag vor. Und da ist es schon bei vielen jungen Leuten vorbei. Deswegen auch ist das ganz wichtig, unbefristete Arbeitsverhältnisse, gute Löhne, gute Perspektiven.